Normal, aber doch nicht bitte in diesem Ausmaße. Vor allem die noch so private Sachen. Leute, ohne Witz, ich will nicht wissen, wie lange euer Schwanz ist, wen ihr gebumst habt, von wem ihr welche Geschlechtskrankheit habt. Das ist mir egal. Ja, das ist mir egal. Und da bin ich wieder froh, dass Facebook diese komische Liste. Servus Leute, ich bin's, der Revi, und ich habe mich nochmal hingesetzt und eine Runde MC Commentary für euch aufgenommen. Im Hintergrund seht ihr eine frische Runde vom Gun Game auf dem Hive-Server. Nein, das heißt nicht Gun Game, das heißt One in the Chamber, das ist genau dasselbe. Also es geht darum mit dem Bogen, Leute. Ist ja auch egal, auf jeden Fall habe ich jetzt für euch hier wieder ein fettes MC Commentary am Start, Nigga. Und ich bin schwer gut gelaunt, weil ich nämlich heute ziemlich früh frei hatte. Die Sonne scheint, ich habe eben bei One in the Chamber alles geowned, außer in der letzten Runde, da war Zeronic dabei. Zeronic ist einfach zu krass. Und ich wollte nur schnell darüber informieren, dass ich im Moment schwer heiser bin, weil ich auf der Nature One war. Also ignoriert das einfach und tut so, als hättet ihr das nicht gehört, dass ich meine Stimme zwischen durch einfach mal aufhört aufzuregen. Des Weiteren wollte ich euch darüber informieren, dass der Mittwoch jetzt immer Commentary-Mittwoch bzw. Wackness Day wird. Das werdet ihr dann auch nächste Woche erfahren, was der Wackness Day ist. Auf jeden Fall könnt ihr darauf einstellen, mittwochs kommen vierte Videos bei Revinside. Also immer den Daumen nach oben, ihr wisst, wie es läuft, meine Freunde. Und ich würde einfach sagen, wir ballen jetzt direkt das Commentary hier raus. Und das heutige Thema ist Trommelwirbel auf dem Tisch. Facebook, ja, jeder kennt es, jeder hat es, jeder benutzt es, alle lieben es, ich hasse es zumindest. Und fangen wir doch einfach mal an. Es geht mir generell mehr um die Facebook-Kommentare als um Facebook an sich. Also ich fange hier einfach mal mit einem Kommentar an, das seht ihr hier oben. Das da lautet, gerade vom Auto angefahren worden. Trauriger Smiley, aua. Und da fragt man sich einfach so, warum? 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 Verstehst du, Robin? Warum? Und ey, das sind Leute von meiner Freundschaftsliste. Das sind Leute von meiner Freundschaftsliste. Die haben mich einfach mal auf meiner verkackten Freundschaftsliste drauf. Das müsst ihr euch mal geben, ja? Und ich frage mich einfach so, Robin, was ist mit dir? Warum postest du bitte öffentlich, dass du verfickter Volljocke vom Auto angefahren worden bist? Und schreibst dann auch dahinter, aua. Ich meine, man hat doch anderes zu tun, als wenn man vom Auto angefahren worden ist, zu schreiben, gerade vom Auto angefahren worden. Aua. Das geht einfach nicht in meinen Schädel rein, Leute. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr auch solche Leute auf der Liste, vielleicht auch nicht. Keine Ahnung, den Typen kenne ich von früher aus dem Kindergarten, der war damals schon ein bisschen geistig behindert, aber sowas. Mal ehrlich jetzt, sowas. Ich verstehe es nicht. Ich krieg's einfach nicht, ich krieg's nicht raus. Ich weiß nicht warum. Nächstes Kommentar, hier, weiter geht's, so. Da, hier, noch ein super Kommentar vom lieben Valentin. Das da lautet, letzter Tag Sozialstunde, ich hier Haftbefehl an. Genau sowas. Warum poste ich bei Facebook, dass ich Sozialstunden machen muss? Geht die Leute was das an, dass ich irgendwie Scheiße gebaut habe? Ich meine, Facebook ist kein Tagebuch und warum baue ich mir, schreibe ich nicht direkt drauf? Dings, gestern eine alte Oma abgezogen, sie heftig in den Arsch gefickt und mir erstmal schön die Karriere verbaut. Ich meine, der Typ war bei mir in der Berufsschulklasse. Er sollte wissen, was abgeht und... Also sowas ist auf jeden Fall für die Karriere nicht förderlich. Valentin, lass dir das gesagt sein. Nächstes Kommentar. Das hier heißt... Nichts macht glücklicher als shoppen. Hier, Doppelpunkt, Zentro Oberhausen. Und da denke ich mir so, freut mich für dich. Ja, wirklich, du kleines Miststück. Ich freue mich für dich. Ja, wirklich, du hast einen schönen Tag. Und ja, hey, es ist wirklich schön. Also, warum? Warum, Leute? Wieso? Ich weiß nicht. Es geht mir generell darum, ich verstehe einfach nicht, dass die Leute sowas wirklich öffentlich teilen. Ich meine, wen interessiert das bitte, wo ich gerade bin? Ich schreibe ja auch nicht, eben gekackt, meine Wurst ist 3 Meter lang, stinkt nach Blut und meine Innereien brennen nach Scheiße. Das schreibe ich doch auch nicht öffentlich dahin. Genauso wenig geht die Leute doch an, dass ich gerade irgendwo im Zentrum Oberhausen bin, Sozialstunden machen muss oder vom Auto angefahren worden bin. Ich meine... Warum? Warum zum Teufel? Warum schreiben Leute jeden erdenklichen, unnötigen, verfickten Fick auf Facebook? Was soll das bitte? Es gibt so viele Sachen, die relevant wären. Zum Beispiel Tagesnachrichten könnte man auf Facebook bringen. Meine Fanpage, die ist wichtig, ja? Aber doch nicht so ein Müll. Doch nicht so ein Müll. Ich meine, Leute, ohne Witz. Es gibt doch Sachen, die sind relevant, die sind wichtig für die Welt, aber auch nicht sowas. Sowas teilt man nicht im Internet. Sowas geht keinem was an. Sowas ist... irrelevant, sowas ist egal. Auf so etwas gibt ein Großteil der Menschen einfach einen dicken Fick. So, nächstes Kommentar. Das erläutert. Mann, was mache ich aus meinem Leben? Hilflos, es gibt keine Aussicht. Ja, und dann sind dann wieder diese typischen Kommentare. Ich heule gerade rum, weil es mir scheiße geht und alle sollen daran teilhaben und mir helfen. Und da sieht man jetzt schon drunter die aufbauenden Kommentare. Ich weiß, Blue, ich helfe dir, wo ich kann. Du hast Fehler gemacht, aber du hast dich eingesehen. Das ist wichtig. Ja, danke, Bruder, echt, Freundschaft. Manchmal ist das Wichtigste in einer so schwierigen Situation. Ich hoffe, ich komme aus der Scheiße wieder raus.
Ich habe alles verloren. Alles. Und es ist einfach so theatralisch. Mir kommen die Tränen, laufen mir am Arsch runter. Wisst ihr das? Es ist einfach so traurig, sowas zu sehen. Ich könnte aus meinem Arsch förmlich kotzen. So traurig ist das. Ich meine, das ist wieder dieses Prinzip. Ja, ich poste mein ganzes Leben auf Facebook und jetzt brauche ich Hilfe. Also vielleicht kommt ja jemand von meinen echten Facebook-Freunden an und hilft mir eventuell, wenn es mir scheiße geht. Aber das funktioniert so nicht. Das funktioniert einfach so nicht. Ich meine, ich poste doch auch nicht, wenn ich mir gerade den Zeh angestoßen habe. Schreibe ich doch nicht gerade mir die Zeh angestoßen. Kann man der Blasen kommen? Das schreibe ich doch nicht. Das schreibe ich doch nicht auf Facebook. Das geht doch keinen Arschloch was an. Da ist es wieder, dieser Bezug zur Relevanz und Nicht-Relevanz. Es ist einfach nur Müll, der auf Facebook gepostet wird. Nur Scheiße und meine Stimme kackt wieder komplett ab. Aber es ist mir egal, ich rege mich einfach weiter auf. Und drunter wieder hier, packst du schon, Bruder? Ey, denkst nicht, man muss nie verzweifeln. Wenn man etwas verloren geht, ein Mensch oder eine Freunde oder eine Freunde oder ein Glück, es kommt alles noch herrlicher wieder. Was abfahren muss, fällt ab. Ja, dieses Pseudo- theatralische, besserwisserische, diese Lebensweisheiten, die sich irgendein verdreckter Vollspacke aus dem Arsch gezogen hat. Ich verstehe es einfach nicht. So, hier, der nächste Kommentar. Schon wieder mal von lieben Robin. Robin, du bist der König, bist du heute. Wenn der Junge Eier hat, der was mit Patrizia Kontakt aufgebaut hat und da jetzt was läuft, der soll jetzt Kommentar drunter machen. So, und jetzt wird es wirklich komplett absurd. Dieser Junge geht dahin. Seine Patrizia, seine Schwester, seine Freundin, keine Ahnung, wen der Bums, ist mir auch wirklich egal. Er schreibt wirklich, hey, wenn, also der Typ, ne, der meine Freundin oder meine Schwester oder meine Mutter gepoppt hat, der soll sich jetzt einfach melden, ja, und dann können wir das bei Facebook aussortieren, diskutieren und dann boxt ihn einfach kaputt, ja. Also wer auf die Fresse will, einfach drunter schreiben. Der ruft quasi dazu auf, dass sich jemand melden soll, der seine Schwester gebumst hat. Das ist auch wieder so eine Sache. Ich meine, wer ist denn bitte so dumm und schreibt mir runter, ja, Dings, ich war's. Komm, lass treffen, 1 gegen 1 hinterm Bahnhof. Ich komm auch alleine, bring du deine Freunde mit, ne? So, und das ist einfach wieder so eine Sache. Da verstehe ich einfach nicht, was in den Leuten vorgeht, was da los ist. Was ist da los mit den Leuten, wisst ihr? Ich verstehe es einfach nicht. Ich würde mal liebst meinen Kopf nehmen und ihn immer auf den Tisch ballern. Versteht ihr das, ja? Facebook ist für mich so eine unnötige Angelegenheit, was das angeht. Diese scheiß Statusmeldungen fucken mich so unglaublich ab. Es gibt nichts Unnötigeres auf der Welt als Statusmeldungen bei Facebook. Und wegen so einem verhurten Scheiß muss ich mich täglich aufregen. Wegen so einem dreckigen Rotz, ja? Der um die Ohren fliegt. Ohne Witz, es ist kein Commentary mehr. Ich rage hier einfach nur noch. Meine Stimme kackt komplett ab. Ich rege mich einfach nur noch auf. Aber ihr könnt das hoffentlich nachvollziehen. Ich meine mal ehrlich, ihr kommt von der Arbeit nach Hause, seid so gut klar und denkt so, mal gucken, was so los ist auf Facebook. Natürlich ist da dieses Spannergehen vorhanden. Ja, jeder will ja wissen, was abgeht. Man will immer auf dem neuesten Stand sein. Jeder liest ein paar Status, teilt ein paar Bilder. Das ist ganz normal. Aber doch nicht bitte in diesem Ausmaß. Vor allem die doch nicht so private Sachen. Leute, ohne Witz. Ich will nicht wissen, wie lange euer Schwanz ist, wen ihr gebumst habt, von wem ihr welche Geschlechtskrankheit habt. Das ist mir egal. Ja, das ist mir egal. Und da bin ich wieder froh, dass Facebook diese komische Listenfunktion hat, wo ich sagen kann, ja, den schiebe ich jetzt mal ab nach Guantanamo, den will ich nicht auf meiner Liste haben und ja, der scheint ganz gute Sachen zu posten, den hole ich mal auf meine engere Freundesliste drauf, ja. Das ist dann wieder so eine Sache, da lobe ich Facebook auch ein bisschen wieder, aber im größten Teil muss ich sagen, Status bei Facebook unnötig. Twitter sehe ich anders, kann man drüber streiten, aber bei Facebook, der Status an sich, finde ich, ist unnötig. Es muss doch nicht jeder immer wissen, wann man was macht, oder? Also, das verstehe ich einfach nicht, wo da der Hintergedanke steht, was da Mark Zuckerberg sich gedacht hat, der alte Knödel. Ich verstehe es einfach nicht, wo der Hintergedanke steckt, immer zu wissen, was meine Freunde gerade machen, wer wessen Scheiße frisst und wem es gerade gut oder schlecht geht. Fotos und sowas sind eine andere Sache, dafür gibt es Instagram. Man kann ja alles teilen, ja. Aber ich finde, es ist einfach so eine Masse an Dummheit, die auf einen übrigens im Hintergrund gerade richtig dickzeronig gefegt. Es ist so eine Masse von Dummheit, ja, die auf einen einströmt. Die einfach einen komplett vereinnahmt, ja, dass es nicht möglich ist, das Ganze zu ignorieren. Es gibt einfach so viele dämliche Menschen im Internet und der Großteil von denen hält sich leider auf Facebook auf. Leider ist es nicht so schwierig, ein Facebook-Profil zu erstellen. Angenommen, man würde eine Mathematikaufgabe stellen, um ein Facebook-Profil, die nötig ist, zu lösen, um ein Facebook-Profil zu erstellen, dann werden vielleicht nur noch halb so dumme Menschen auf Facebook. Das wäre doch mal eine Möglichkeit. Einfach eine 20-stellige Mathematikaufgabe, die in einem Taschenrechner nicht zu lösen ist, und wer die löst, der darf sich auf Facebook registrieren. Vielleicht noch einen Grammatikkurs vorher abschließen, dann ist es perfekt. Also über die Rechtschreibung im Internet müssen wir gar nicht streiten. Aber Facebook an sich, ohne Witz, die Statusmeldungen fucken mich todes ab. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Schreibt auf jeden Fall eure Meinung mal in die Kommentare. Das soll es von meinem unglaublich wütenden
trotzdem noch gut gelaunten Rage-Commentary gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht euch bereit auf mehr Commentaries. Schreibt mir auf jeden Fall Themenvorschläge da ganz tief nach unten in die Kommentare rein. Ich freue mich über jeden absurden Rotz, siehe Facebook. Und wo wir gerade beim Thema Facebook sind, klickt doch mal auf meine Fanpage. Da gibt es auch ganz interessante Sachen. So richtig interessante Statuen. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zusehen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und wenn nicht, dann seid ihr einfach Spackos. Ich verabschiede mich und wünsche euch noch einen schönen Tag und gehe jetzt erstmal meine Stimme ausgerieren. Tschüss, Leute.